Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier ein HP Pavilion Star Wars Edition und wir schauen uns das Gerät jetzt heute mal an. Hier hinten haben wir eine Rückseite mit einem Star Wars Logo und auch Darth Vader gleich zu sehen und auch hier einen Star Wars Schriftzug, wo eben HP Pavilion draufsteht, wurde mir gesagt. Und das ist eben eine exklusive Edition von Disney für HP bzw. von HP für Disney, eben für den kommenden Star Wars Battlefront Release. Und was wir hier drin haben an Hardware, ich glaube, das ist hier die Einstiegsvariante. Hier haben wir einen i3 Quad-Core von Intel, ist glaube ich ein Skylake-Prozessor und es gibt auch Versionen mit einer Grafikkarte. Hier haben wir keine drin, nämlich nur die Intel HD Graphics 520. Hier haben wir auch ein HD-Display in dieser Einstiegsvariante. So, jetzt schauen wir mal hier auf die Seite. Hier haben wir einen 3,5 mm Klinkenstecker, USB 2.0 Anschluss oder 3.0 Anschluss, HDMI-Port in Full Size. Dann hier kommt dann der Lüfter und Kensington Lock. Dann haben wir hier auf der anderen Seite nochmal zwei USB-Anschlüsse, darunter einen SD-Kartenslot, Gigabit LAN-Port, dann hier den Ladestecker sowie eben ein Laufwerk. Okay, das hier. Okay, jetzt geht's auf. Ein DVD-Laufwerk, ganz normal. Und dann haben wir hier die rot hintergrundbeleuchtete Tastatur. Auch hier ein Cover im Star Wars Look alles. Und natürlich auch das Touchpad, das hier hervorragend aussieht. Und hier oben haben wir noch die Lautsprechergrille. Ich glaube, das sind hier Stereo-Lautsprecher, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und was es noch extra gibt, das muss man dazu erwerben, ist aber auch ziemlich toll für jeden Star Wars Fan, ist eine dazu passende Case im Star Wars Look für das HP Pavilion Star Wars Edition, wie auch immer. Ja, das war's auch schon von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.